In diesem Video geht es um die Frage, was ist patentierbar und was ist nicht patentierbar. Das deutsche Patentgesetz und das europäische Patentübereinkommen definieren zum einen, dass Erfindungen, die patentierbar sein sollen, immer technischer Natur sein sollen. Das Patentgesetz gibt auch gleich Beispiele an, die es als nicht technisch ansieht, zum Beispiel Darstellung von Informationen oder Software als solche oder ästhetische Formschöpfung, die man halt mit Designs schützen kann, Entdeckungen oder Regeln für Spiele. Alles das wird per Definition als nicht technisch angesehen und ist damit dann auch nicht patentierbar. Es gibt aber auch noch einen anderen Paragraphen im deutschen Patentgesetz oder Artikel im europäischen Patentübereinkommen, das ist der Artikel 53, wo sogar Dinge, die eigentlich technisch sind, einfach per Definition vom Patentschutz ausgeschlossen werden. Das sind zum einen Erfindungen, die gegen die guten Sitten verstoßen. Das sind zum Beispiel Antipersonenminen, die sind vom Patentschutz per Definition ausgeschlossen. Und dann gibt es noch ein Verbot der Patentierung von Tierrassen und Pflanzensorten und den biologischen Verfahren zur Züchtung von Tierrassen und Pflanzensorten. Dann gibt es noch den Ausschluss der chirurgischen und therapeutischen Verfahren zur Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers und der Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Und ich will im Folgenden mal ganz kurz auf drei ganz konkrete Fälle eingehen. Und zwar auf einerseits Schimpansen, also Tiere, auf Tomaten und Brokkoli und auf Software. Fangen wir mit Software an. In Europa wird die Patentierung von Software so beurteilt, dass erstmal der Patentanspruch angesehen wird, ob er unter dieses absolute Patentierungsverbot fällt, also Software als solche. Das wird in der Regel verneint, weil die Patentanwälte dazugelernt haben und in den Patentanspruch reinschreiben, Computer, auf dem ein Programm ausgeführt wird oder ein Datenträger, auf dem ein Programm gespeichert ist oder ein Prozessor, der ein Programm ausführt. Und alles dies ist ja technisch und damit nicht Software als solche und überwindet also diese Hürde. Trotzdem werden die meisten Patente auf dem Gebiet nicht erteilt, und zwar, weil sie als nicht erfinderisch angesehen werden. Der Prüfer sieht sich den Patentanspruch an und sieht, welche Merkmale technisch sind und welche nicht und schmeißt dann quasi bei der Beurteilung der Patentfähigkeit, also der erfinderischen Tätigkeit oder der Neuheit, vor allen Dingen der erfinderischen Tätigkeit, alle die Merkmale raus, die er als nicht technisch ansieht, also eben eine reine betriebswirtschaftliche Überlegung oder eben einen reinen Softwarealgorithmus, und lässt dann nur die Merkmale im Anspruch stehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, die er als technisch ansieht. Und wenn dann eben nur noch stehen bleibt, Computer oder Datenträger oder Prozessor, die gab es ja vorher schon, dann ist der Patentanspruch nicht erfinderisch. Und im Juni 2014 gab es eine bahnbrechende Entscheidung des US Supreme Court, die sogenannte Alice Decision, mit der US Supreme Court eigentlich genau in die gleiche Richtung gerudert ist, wie das Europäische Patentamt schon lange unterwegs ist. Und dort wurde eben ein softwarenahes Patent widerrufen oder konnte nicht durchgesetzt werden. Kurz darauf hat dann das USPTO auch Weisungen an die Prüfer rausgegeben, solche Patentanmeldungen, die eben nur rein Software betreffen und im Wesentlichen keinen technischen Beitrag leisten, aber genau erkläre ich das in einem späteren Video, dass die nicht patentfähig sein sollen. Und so sind also jetzt, ich würde sagen, Zehntausende Patente, die schon erteilt wurden, im Moment in den USA angreifbar und werden damit auch wohl nicht mehr durchgesetzt. Denn die großen Patentanmelder wie Apple, Google, Facebook oder Microsoft haben eben Zehntausende Patente, die alle eben Software als solche betreffen und Geschäftsmethoden und damit vermutlich nach der neuen Entscheidung der Alice Decision nicht mehr patentfähig sind und damit angreifbar sind. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, auf den ich zurückkommen wollte, und zwar die Schimpansen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat in 2015 einen Artikel veröffentlicht, in dem eine Entscheidung des Europäischen Patentamts unter die Lupe genommen wurde, in der ein Patent
auf einen Schimpansen widerrufen wurde. Das Patent wurde allerdings nicht widerrufen, weil es grundsätzlich verboten wäre, Schimpansen zu patentieren. Das hatte das Europäische Patentamt schon 2004 in der sogenannten Harvard-Maus-Entscheidung festgestellt. In dieser Harvard-Maus-Entscheidung wurde auch klargestellt, dass ein Patent nur dann erteilt werden kann, und das ist dann nachher auch in der Regel 23d festgehalten worden, nur dann erteilt werden kann, wenn der medizinische Vorteil für Menschen oder Tiere, das Leiden der Tiere, die verändert sind, überwiegt. In diesem Fall hatte das Europäische Patentamt wohl offensichtlich die Auffassung vertreten, dass das Leiden der Schimpansen nicht den medizinischen Vorteil überwiegen würde. In dem Patent war es darum gegangen, Schimpansen mit einem humanisierten Genom zu versehen, also das Genom so zu verändern, dass es dem Menschen ähnlicher war. Und damit sollte die Reaktion vom Immunsystem getestet werden, wenn bestimmte Medikamente gegeben wurden. Das Patent wurde dann allerdings widerrufen, weil es nicht erfinderisch war. Das heißt, die Einsprechenden, in diesem Fall war es ein Einspruch, die Einsprechenden hatten dargelegt, dass eben vor dem Anmeldetag schon lange solche Technologien existierten und deshalb das Patent nicht erfinderisch war. Dann wollte ich noch auf eine andere Entscheidung vom Europäischen Patentamt zurückkommen, und zwar zu Tomaten und Brokkoli. In den Entscheidungen G2 und G3 aus 2013 hatte das Europäische Patentamt entschieden, dass Erzeugnisse wie Tomaten und Brokkoli patentierbar sind. Eigentlich sind ja rein biologische Verfahren zur Züchtung von Tierrassen oder Pflanzensorten nicht patentfähig per Definition. Und dieses Patentierungsverbot hatte in dem Fall Monsanto versucht zu umgehen, indem ein Patentanspruch eingereicht wurde, Erzeugnis erhalten nach einem dieser Verfahren. Und das Europäische Patentamt war dann auch der Meinung, dass eben das Erzeugnis erhalten nach dem Verfahren zur Kreuzung von bestimmten Pflanzen nicht unter das Patentierungsverbot fallen würde, weil es eben kein Verfahrensanspruch war, sondern ein Erzeugnisanspruch. Aus meiner persönlichen Sicht ist damit dieses Verbot ausgehebelt, das Patentierungsverbot von Kreuzungen, also von Verfahren auf Kreuzung von Pflanzensorten. Denn jetzt kann ja die aus dem Verfahren erhaltene Pflanze patentiert werden. Und nur das ist es ja, was auch zum Beispiel der Bauer, wenn er Pflanzensorten kreuzt, erhält. So, wenn Sie dieses Video interessant fanden oder vielleicht dazu Kommentare haben oder diese Patentierungsverbote oder eben Nichtverbote diskutieren wollen, dann drücken Sie doch auf Like und schreiben Sie Ihre Kommentare und Fragen unter dieses Video. Abonnieren Sie meinen Kanal, und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.